Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt den Titel schon gelesen, ich fasse es selber nicht an der Stelle. Wir fliegen nach Korea. Amir und ich in Zweisamkeit. Ab nach Korea, Freunde. In 10 Minuten kommt unser Scheißzug. Wenn wir den Zug verpassen, verpassen wir unsere Flüge. Keiner hat's eilig, John. Ich hab's eilig. Wir haben Zeit der Welt, 10 Minuten. Das ist 10 Minuten reicht nicht. 10 Minuten, wir sind in 9 Minuten da. Moin. Morgen. Hier müssen wir ein bisschen langsamer fahren, hier sind mal Blitz und Verpass den Zug! Nein! Ich hab gar keinen Bock auf 13 Stunden fliegen. Er hat uns eigentlich verarscht mit Korea. Scheiß mal, Korea, lass nach Thailand oder so. Ich realisiere jetzt erst, wir fliegen einfach nach Korea, Bruder. Vorbildlich werden wir uns jetzt ein Ticket kaufen. Nicht schwarz fahren. Schwarz fahren ist nicht gut. Hast du mich verstanden? Schwarz fahren. Das ist so beruhigend, dieses Geräusch. Ich will auch, ich will auch, ich will auch. Alle zusammen gegen Faschismus. Keine Stimme der AfD. Finde ich gut, diese Meinung vertrete ich auch. Wie geht's eigentlich? Junge, Amir ist der Muhtar aus Essen. Alle kennen Amir in Essen, Alter. Was geht? Alles gut bei dir? Ey, wir sind gefickt. Wir müssen in einer Stunde am Flughafen sein und einfach unser Zug fällt aus. Hier, der Beweis. Das ist mein Pech. Oh nein, Alter. Das ist der größte Zufall der Welt. Ich habe diesen Mann 2 Jahre nicht gesehen. Er will mich seit 2 Jahren abstechen. Er ist einfach hier, er fährt uns jetzt Flughafen. Wallah, was ein Zufall. Wie geht's denn? Gut. Das kannst du keinem erzählen, Bruder. In einer Stunde geht unser Flug. Wir haben unser Zug verpasst. Ich wollte gerade Uber rufen. Ich habe abgebrochen. Einfach erst aus dem Nichts da, Bruder. Wo sind meine Klamotten? Egal, wie groß Essen ist, Gott ist viel, viel größer. Oh, da kommen hier 2 Schweine auf einmal, Bruder. Das war der schönste Zufall meines Lebens. Du bist der beste Mann aus Essen. Legt euch nicht mit diesem Mann an. Das ist gefühlt mein 100. Flug dieses Jahr. Irgendwann muss er abstürzen. Ich habe gar keinen Bock auf Masken. Hallo, vorsichtig. Gleich ist recht Fall. Ich möchte, dass die Leute hier Maske tragen. Amir ist der Krass, der hat uns einfach Butterbrot geschmiert. Ich habe an alles gedacht, meine Freunde. Das ist kein Butterbrot, das sind die Pastizis noch aus Malta. So wichtig, aber immer schön witzig sein. Der hat es aber gut ausgepackt, hör mal. Aber die Maske anziehen, bitte. Was ist das? Jetzt mal Spaß beiseite. So ist man eigentlich so offen. Lecker. Wollt ihr auch ein Stück haben? Aber ich habe mies Durst. Kannst du deine Mitarbeiterin da hinten sagen, dass ich meine Medikamente nehmen muss, damit die mir Wasser gibt? Lügen ist nicht gut. Das ist keine Lüge, das ist eine Notlüge. Lügen ist nicht gut. Ich verduste. Hilfe. 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 Er braucht was, er ist am Sterben. Bei dem sind So leicht geht das, meine Freunde. Niemals dumpen lassen. Jetzt muss ich eine Tablette nehmen, weil ich Wasser auch haben wollte. Willst du einen KitKat? Boah, der kommt ja wie gerufen. Also heute ist ja echt mein Glückstag. Willst du einen KitKat? Danke, nein, ich kann leider keinen Keks essen. Ah, okay. Oh, schön geschlafen. Nein. Jetzt fliegen wir von München weiter. Oh Mann, ey. Ich schon wieder, in 10 Minuten geht unser nächster Flieger. Junge, beeil dich doch mal. Der Gate hat schon seit halber Stunde offen, die schließen. Scheiße, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh Mann. Wir haben den Flug verpasst. Ich freue mich schon unnormal auf die Koriander da. Koriander? Was ist ein Koriander? Die Menschen in Korea. Der ist ein Koreaner, Junge. Nein, Koriander. Koriandersoße? Sehr vorbildlich wird hier auch gebetet. Ab jetzt verpassen wir keine Gebete mehr, merke ich das. Wie kann ich dem jetzt erklären, dass er sich beeilen soll, ohne dass ich ihm sage, beeil dich? Weil die sind schon alle drin im Gate. So, das ist unser Sitzplatz. Wir sind nur 3 Kilometer gelaufen dafür. Hier werden wir die nächsten 10 Stunden sitzen. Kannst du noch anders überlegen, wenn du aussteigen willst, kannst du aussteigen. Nee, 10 Stunden sind mir definitiv zu viel. Ciao, Bruder. Hau rein. Jan macht Verpackungen immer so auf. Mach mal von hier bis hier auf, das tut weh meiner Seele. Lern, guck da. So Wallah, ich habe so viele Süßigkeiten gekauft, die können. Ohne ich schwöre auf Koran. Ich habe so viele Süßigkeiten gekauft, von mir aus, ich kann bis übermorgen fliegen. Guck mal, wie glücklich der aussieht. Das sieht schon aus wie Notfall. Um die Weste auf. Falls erforderlich, benutzen Sie den Rücken. Er hat Vape raus. Ich zeige euch jetzt, wie ihr Spaß haben könnt im Flieger. iPhone-Name. Pilot. Fernbedienungen. Wessen Kind ist das? So ein Pilot. Schick an alle. Pilot mit Selfie-Stick. Schick das mal weiter. Kindly listen for announcements by the crew. Protect a crew member immediately. Emergency landing. Das ist noch ein Witz. Wir fliegen noch 13 Stunden. Ich habe extra Schlafspray gekauft. Man darf nur einmal spritzen, damit du einschläfst. Spritz einmal, du schläfst ein. Okay, jetzt müssen wir uns einen Plan überlegen, wie wir es schaffen, 2 Portionen Essen zu kriegen. 1 Portion für mich bitte und 1 für die Kinder. Mein Gerbert ist jetzt die Bier. Nein, es geht los. Oh nein. Ich bin nervös. Bitte schön. Und für das Baby auch mit 1 Portion. Für das Baby, ja. Nicht mal jetzt Essen habe ich bekommen.
Du Kosten bist du. Wir wollten dich nicht, wollte sogar abtreiben, du. Also, mein Löwe, mein Bär hat sich Ravioli mit Käse bestellt. Baslajane, bismillah. Dankeschön. Ey, der Flug geht so lang, wir könnten hier eigentlich zwei Videos drehen und zwei Foodtouren. Wir haben nicht nur eine Portion mehr bekommen, sondern zwei weitere. Ja, gut gemacht, Baby, gut gemacht. Seht ihr, Freunde, der Baby-Trick funktioniert. Auf jeden Fall sind 10 Stunden vergangen. Wir haben noch eine Stunde vor uns. Ich spüre meinen Arsch nicht mehr. Ich habe dieses Schlafspray ausgetrunken. Ich bin noch hellwach. Wir sind einfach gelandet. An diesem Flughafen ist es wohl verboten aufzunehmen. Wollen wir unsere Grenzen austesten? Ab ins Gefängnis geht's für Sie, Mr. Krebs. Mir geht's gar nicht gut, ich hab richtig Angst. Unsere Koffer sind einfach noch in München. Ich könnte durchdrehen, Walla. Hier ist unser Tourguide, Melissa. Hallo, Melissa, wie geht's? Gut, und dir? Auch gut. Hey, unsere Koffer sind nicht angekommen. Was sagst du dazu? Ehrenlos. Hast du ein paar Klamotten für mich zu Hause? Ja. Super. Stellt euch mal vor, ihr habt einen 13-stündigen Flug hinter euch und euer Koffer ist einfach nicht da. Es geht nicht in meine Birne rein, Walla, ich werd behindert. Wow, eine U-Bahn-Station in Korea. Wundervoll. Ich wollte schon immer mal in Korea in einem Zug sitzen. Ohne Koffer. Genau. Könnt ihr Koreanisch reden? Bisschen. Okay, sag mal was. Annyeonghaseyo. Ich kann auch Koreanisch. Okay, Mädels, erzähl mal, was geht so in Korea? Nightlife, aber... Hey, Nightlife ist haram. Am Hangang picknicken. Ich bin 13 Stunden geflogen, um picknicken zu gehen. Ich freue mich. So sieht die Bahn aus. Guck mal Leute, da ist ein Sitzplatz, da dürfen nur Schwangere sitzen. Digga, und da gibt es auch hinten Zweierplätze, Dreierplätze und da dürfen nur Ältere sitzen, da dürft ihr auch nicht hinsitzen. Krass. Also Freunde, wir sind jetzt da. Wir haben zwar keine Koffer, wir haben hier ein Handgepäck, da ist ein Laptop drin und ich habe hier Chips, also hier diese Süßigkeiten drin. Sonst haben wir nichts anderes, der John schläft. Guck mal bitte diese Aussicht an. Guck mal, das hat einfach diese New York-Vibes, wisst ihr, was ich meine? John! Oh, guten Morgen! Kannst du keinem erzählen, dass wir gerade einfach in Korea sind, Bruder? Guck mal, ihr seht doch überall diese koreanische Schrift. Minister will mir gerade sagen, ja, wenn man die Schrift nur 2 Stunden lernt, lernt man das direkt auswendig. Alles klar, Bruder, nicht mal in 2 Jahren lerne ich das. Ich kann nicht mal das ABC, wie soll ich Koreanisch lernen? Ich kann nicht mal Deutsch. Hat jemand BTS bestellt? Okay, reicht schon dabei. Ich bin in Korea! Ja. Ach so, okay, ja, ich verstehe euch. Aha, okay, was haben wir hier? Ja, genau, genau. Genau das wollen wir. Das ist meine Sprite. Wie nennt sich das? Chiljung Cheddar. Na ja, lass mich mal den Chiljung Cheddar probieren. Schmeckt wie Sprite, nur mit weniger Kohlensäure. Ha, was passiert jetzt? Oh, danke schön. Also Leute, das ist noch keine Foodtour hier, aber das riecht böse, böse, böse intensiv. So, hier Hähnchen, ja. Noch so ein bisschen. Und jetzt pusten, weil heiß. Boah, das schmeckt krass. Wiederzugehen, naman saranghandamyeon, naman. Okay, jetzt sind wir an einem Schießstand. Ich zeig dem Maniacs hier mal, wie man richtig schießt. Da, ich hab doch getroffen. Ich hab mehr von deinen Schusskünsten erwartet. Bruder, ich treff das Ding die ganze Zeit, guck doch. So ein scheiß Scam. Auf jeden Fall, der Bruder trifft einfach jeden Schuss. Guck mal, er hat 42 Scorer-Punkte, weil es hier Pflicht ist, zur Armee zu gehen. Guck mal, er trifft die ganze Zeit. 260. Okay, komm, jetzt machen wir cringe Fotos. Das kriegt Armee, Digga. Nein, auf gar keinen Fall. Doch, doch, komm her. Guck mal, mein Schnurrbart, dann nächstes Tag so. Okay, ich bin das Schaf. Hat jemand einen fetten Schaf bestellt? Oh mein Gott, wie süß! Ich bin immer noch 25, was machen wir hier? Okay, Amir, du gegen mich! Boah! Wie viel hast du? 763. Der Automat ist kaputt. Bruder. Geh schlafen, Junge, geh schlafen! Highscore, Junge, Highscore! Schlafen wir jetzt, Amir, komm! Oh, Wallah, gut! Komm schon! Ich glaube, der Bruder dreht hier ein paar TikToks. Hi, my friend, how are you? How are you? Are you live on Twitch? Yes. Yeah? Hello, guys, how are you? What are you doing? YouTube. YouTube, yeah. YouTube. YouTube, hi. Enjoy, guys, bye-bye. Thank you. Ihr Hunde. Hier ist wohl irgendein berühmter Typ. Keiner weiß wer, aber sie sehen alle cool aus. Money! How can I be gay? Mein Bitch, das ist homophobic. Da wir keinen Koffer haben, müssen wir uns neue Klamotten kaufen. Was sagst du zu Melissa? Oh, das ist eine sehr schöne Brille, die steht dir. Was mir in Korea auch auffällt, hier gibt es voll viele Vintage-Läden. Die Leute verkaufen gebraucht ihre Sachen und die verkaufen es teuer einfach weiter. Amir hat sich ein schönes Hemd gekauft, Vintage-Polo und eine asiatische Hose. Oh, wie krass, die bügeln das auch vor Ort. Schon nice, Alter. Fast jeder Laden ist Vintage. Zieht euch das hier rein. Oh, wie groß. Mit dem Fernsehen. Mit meiner kurdischen Bergnase wird das nicht gehen. Oh.
So Leute, und das soll es dann mit dem Vlog gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt diesem wieder einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn ihr die zukünftigen Korea-Vlogs nicht verpassen wollt.